In knapp 6 Wochen ist es soweit. Nicht nur ein neues Jahr erwartet uns dann, sondern auch das Jubiläumsjahr zur 800-Jahr-Feier in Kamen startet mit Live-Musik und Feuerwerk in der Silvesternacht auf dem Kamenzer Marktplatz. In diesem Zusammenhang lud der Oberbürgermeister der Stadt ins Rathaus ein, um über den aktuellen Planungsstand zu informieren und noch einmal den bisherigen Sponsoren für ihre Unterstützung zu danken und weiterhin als Zeichen der Wertschätzung die Sponsorenurkunden zu überreichen. Der Name ist auch erfreulich, besonders persönlich ist es so, immer wenn wir gemeinsam zu etwas aufrufen, wo wir der Meinung sind, da stehen wir dahinter, da hängt unser Herz dran, dann kommen wir zusammen. Den folgenden Ausführungen von Projektkoordinator Mike Fabig waren noch einmal die wichtigsten Termine für 2025 zu entnehmen, wie das Festwochenende vom 16. bis 18. Mai oder der große Festumzug im September. Und auch, dass 8 Ortsteile von Kamenz im nächsten Jahr zwischen Mai und September ebenfalls Jubiläen feiern. Eine Umfrage zu Erwartungen, Vorfreude oder der ganz persönlichen Kamenz-Geschichte soll es ebenso geben. Ein ganz wichtiges Thema, erzählen Sie Ihre Kamenz-Geschichte. Alle, die aus der Zukunft, alle, die Gäste in unserer Stadt sind, erzählen Sie die Geschichten, was die mit Kamenz verbindet. Wir sind die große 800 Jahre Kamenz-Familie und gehören alle dazu, sowohl die Sponsoren als auch die, die am vergangenen Wochenende den Baum gepflanzt haben. Diese Geschichten sind erzählenswert, das gibt sie zu 100. Ein Highlight für alle Anwesenden war die Enthüllung einer weiteren Überraschung. Der Marketingchef der Meißner Schwerter Privatbrauerei stellte das Jubiläumsbier zur 800-Jahr-Feier 2025 vor. Für uns und unseren Braumeister war klar, es muss ein kräftiges, aber vor allem süffiges Bier sein, was die Kamenzer im kommenden Jahr begleiten soll. Und herausgekommen ist am Ende ein helles Bier. Allerdings ist es ein Stück weit kräftiger, als das die handelsüblichen hellen Biere sind. Und ich freue mich, das mit Ihnen zu verkosten. Wir haben den Sommelier mal kosten lassen. Der bescheinigt ihm einen weichen Antrunk, aber einen kräftigen Geschmack. Wer sein Näschen reinhält, sollte Zitrus und Hopfenaroma erriechen können. Und wer über eine ausgeprägte Sensorik verfügt, bei dem kommen wohl noch Aromen von Sommerstroh dazu. Ich wünsche allen Kamenzer viel Vergnügen damit. Und da man ein Gläschen in Ehren ja nicht verweigern sollte, nahm man die Einladung zur Kostprobe gern an und nutzte die Gelegenheit, schon mal auf ein gutes Jubiläumsjahr 2025 anzustoßen. Vielleicht ist auch eines der auf 800 limitierten 5-Liter-Fässer eine gute Geschenkidee für das nahende Weihnachtsfest. Zu kaufen gibt es diese exklusiv ab dem 22. November in der Kamenzer Stadtinformationen, dem Datum der dann auch in Kamenz stattfindenden Einkaufsnacht.